Sehr verehrter Herr Botschafter Klöckner, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Martin, lieber Christoph, lieber Uwe. Ich habe heute die ganz besondere Ehre und Freude zugleich, Uwe Timm, einen der bekanntesten und bedeutendsten Vertreter der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, hier in Luxemburg begrüßen zu dürfen. Eigentlich hatten wir vor, diese Veranstaltung im April 2020 zu machen, anlässlich des 80. Geburtstags von Uwe Timm. Leider kam uns ein Virus dazwischen, aber wir haben nicht gezögert und nicht gescheut und gewartet. Und heute ist es nun endlich soweit. Es gibt nur sehr wenige Autoren, über die in der Wissenschaft und Literaturkritik Einigkeit besteht, dass ihr Werk zum Kanon der deutschen Literatur gehört. Und noch viel wenigere gibt es, die schon zu ihren Lebzeiten kanonisch werden. Thomas Mann gehörte dazu, Gerhard Hauptmann oder Bertolt Brecht und eben auch Uwe Timm. Doch nicht nur im deutschsprachigen Raum haben die Bücher Uwe Timms die größte Anerkennung erfahren. Sein Werk wurde in über 20 Sprachen übersetzt und mit den bedeutendsten Literaturpreisen ausgezeichnet. Uwe Timms vielschichtiges Werk auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist angesichts der Vielzahl seiner Themen überhaupt nicht trivial. Fest steht, dass seine Romane alle jenem utopischen Versprechen der Literatur verpflichtet sind, alternative Welten entstehen zu lassen. In seiner Tübinger Poetikvorlesung stellt Timm fest, Zitat, die Dichtung bewegt sich nicht in einem nicht überprüfbaren Raum. Sie stellt Fragen, reizt das Gemüt, richtet sich an die Emotionen. Sie kann das Große klein und das Kleine groß machen. Dichtung kann das ideologisch-utopische in das Komische, in das Groteske, ins widerständig Allgemeinmenschliche verschieben. Sie trägt in sich eine Gegenwelt. Seit seiner Politisierung durch die Studentenbewegung in den 60er Jahren ist Uwe Timm ein Kritiker des Neoliberalismus geblieben. Und das bedeutet in seinem Fall eben auch, dass Subversion und Widerstand zentrale Kategorien seines Nachdenkens über die Gesellschaft und ihre mögliche Veränderbarkeit sind. Uwe Timm wurde 1940 in Hamburg geboren. Sein 16 Jahre älterer Bruder Karl-Heinz meldete sich freiwillig zur SS-Totenkopf-Division und starb 1943 in einem Lazarett in der Ukraine. In seiner autobiografischen Erzählung Am Beispiel meines Bruders, 2003 erschienen, unternahm Uwe Timm Jahrzehnte später den Versuch einer literarischen Annäherung. Timm wuchs im völlig zerstörten Hamburg auf und setzte seiner Stadt und der Nachkriegszeit ein literarisches Denkmal in einem seiner bekanntesten Bücher, Die Entdeckung der Currywurst, das 1993 erschien und 2008 auch verfilmt worden ist. Nach dem Abschluss der Volksschule absolvierte Uwe Timm zunächst eine Kürschnerlehre, übernahm 1958 das Pelzgeschäft seines Vaters und holte auf dem Braunschweig-Kolleg von 1961 bis 1963 sein Abitur nach. Dort lernte er Benno Ohnsorg kennen, jenen Studenten, der 1967 während einer Demonstration gegen den Schahbesuch von einem Polizisten erschossen wurde. Ohnsorgs Tod führte dazu, dass sich die bundesdeutsche Studentenbewegung nicht nur massiv ausbreitete, sondern eben auch radikalisierte. Eben diese Entwicklung hat Uwe Timm in seinem ersten Roman Heißer Sommer, der 1974 erschienen ist, dargestellt. Übrigens einem meiner persönlichen Lieblingsromane. Es folgte 1978 Morenga, ein postkolonialer Roman über den Aufstand der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika im Jahr 1904. Und wir werden heute Abend auch Passagen aus Morenga hören. Nach seinem Abitur studierte Uwe Timm in München und Paris Philosophie und Germanistik und er promovierte mit einer Arbeit über Albert Camus und seitdem arbeitete er mit großem Erfolg als freier Schriftsteller. Von seinen zahlreichen Romanen möchte ich den gesellschaftskritischen Roman Kerbels Flucht aus dem Jahr 1980 erwähnen oder den Roman Rot, in dem Uwe Timm 30 Jahre jüngste deutsche Geschichte Revue passieren lässt. In seinem jüngsten Roman aus dem Jahr 2017, der den Titel Ikarien trägt, setzt sich Uwe Timm mit dem Grauen der deutschen Vergangenheit auseinander, nämlich mit der Genealogie der Rassenhygiene. Im Mittelpunkt des Romans steht der deutsche Arzt und Rassenforscher Alfred Plötz, der als Begründer der Eugenik gilt.
Neben der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und Kultur interessiert sich Uwe Timm aber auch für fremde Kulturen. Seine Recherche- und Entdeckungsreisen führten ihn unter anderem nach Argentinien, Namibia, Peru oder auf die Osterinseln. Der 1986 erschienene Roman Der Schlangenbaum spielt in Südamerika und in Vogel frisst die Feige nicht, römische Aufzeichnungen von 1989, dokumentiert Uwe Timm einen zweijährigen Aufenthalt in der Hauptstadt Italiens. Der Essay Reise ans Ende der Welt berichtet aus einem Flüchtlingslager im Tschad, das Timm 2014 besuchte. Ich habe Uwe Timms großes Werk jetzt hier nur ganz am Rande streifen können. Vieles, was ich nicht erwähnt habe, wird sicherlich gleich noch im Gespräch thematisiert werden. Vor allem aber müssen Sie seine Bücher selber lesen. Sie gehören zum Besten, was die deutsche Literatur zu bieten hat. Erwähnen möchte ich noch, dass Uwe Timm auch 4 Jugendbücher geschrieben hat. Eines für jedes seiner Kinder. Das bekannteste ist sicherlich das 1989 erschienene Buch Rennschwein Rudi Rüssel, das mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde und 1995 auch mit großem Erfolg in die Kino kam. Wir werden uns heute Abend dem Werk und der Person von Uwe Timm im Wechselspiel von Lesung und Diskussion nähern. Zu diesem Zweck haben wir 2 Kollegen gewinnen können, die nicht nur enge Freunde von Uwe Timm sind, sondern auch sein Werk besonders gut kennen. Da wäre zunächst Dr. Martin Hielscher, Honorarprofessor für Neue Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Bamberg. Und Martin Hielscher ist zudem Programmleiter in dem renommierten C.H. Beck Verlag. Er hat zahlreiche Publikationen vorgelegt, insbesondere natürlich auch zum Werk Uwe Timms. Das Wichtigste für uns heute Abend aber ist die Tatsache, dass Martin Hielscher seit über 20 Jahren der persönliche Lektor Uwe Timms ist und jeden Text, den Uwe Timm für die Öffentlichkeit publiziert, als erster zu Gesicht bekommt. Wir sind alle sehr neidisch. Der dritte im Bunde ist Dr. Christoph Hamann, Professor für Neue Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Köln. Neben seinen zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, natürlich auch über das Werk von Uwe Timm, ist Christoph Hamann auch selbst als Schriftsteller tätig und ich möchte Ihnen allen seinen schönen Roman Usambara ganz besonders ans Herz legen. Zudem ist Christoph Hamann Mitherausgeber der altehrwürdigen Zeitschrift Die Horen, die 1795 von niemand anderem als Friedrich Schiller ins Leben gerufen wurden. Sie sehen also, wir sind gut gerüstet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen schönen Abend mit und über Uwe Timm. Viel Spaß. Herzlichen Dank für diese Einladung. Herzlichen Dank an das Institut Pierre Werner und ganz herzlichen Dank an Georg, der diese wirklich mich ehrende Einführung gehalten hat. Also ich bedanke mich sehr. Ich bin zum dritten Mal hier in Luxemburg und das ist jetzt keine Floskel. Ich komme immer gern hierher. Wir haben hier schon mal zusammen in dem Saal, oder war das beide? Nein, ich glaube, das erste Mal waren wir in einem anderen Saal, aber hier waren wir vor 9 Jahren schon, nicht? Und haben hier über am Beispiel meines Bruders auch gesprochen. Heute also Morenga und dieser Band über Utopie und Literatur, Der Verrückte in den Dünen. Und nach dieser Begrüßung begebe ich mich jetzt in die Hände dieser beiden mich begleitenden Kollegen. Also, und überlasse euch das Wort. Willst du? Christoph. Du? Ach so, er will. Ja, das ist seine Liste. Wir haben das aber geübt. Also. Ja. Vielleicht staunen Sie etwas, dass hier so viele Bonbons liegen. Und ich will Ihnen kurz erklären, woran das liegt. Ich gehe ja einem Beruf nach, der einsam ist. Also nicht dramatisch, nicht kitschig, ich bin einfach einsam. Ich lebe wie ein Trappist. Ich rede so gut wie gar nicht am Tag. Ich sehe meine Hände, arbeite, rede hin und wieder mit meiner Frau, die ist Übersetzerin. Und heute aber sind wir mit dem Wagen hierher gekommen nach Luxemburg und ziemlich dramatisch hat das Ereignisse gegeben, also die merkwürdig sind. In diesem hochberühmten Ort Kerpen in der Nähe wurde eine Bombe gefunden in der Autobahn und die war gesperrt. Und jedenfalls sind wir Stunden unterwegs gewesen und haben uns sehr nett unterhalten mit dem Ergebnis, dass ich, als ich hier ankam in Luxemburg, heiser war. Deshalb also diese Bonbons, und wenn ich manchmal danach greife, dann hat das seine Erklärung für die Stimme. Jetzt ist der
Christoph Hamann dran. Danke, Herr Uwe. Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, jetzt dich zum dritten Mal hier mit moderieren darf. Das erste Mal, Georg, mein und ich haben es eruiert, war es, glaube ich, 2009, damals in einem Theater. Und da haben wir über Halbschatten gesprochen. Ein Buch, das 2008 erschienen ist. Jetzt aber werden wir gleich eine Zeitreise zum zweiten Roman von Uwe Timm unternehmen. Der ist 1978 erschienen, nicht in seinem Hausverlag Kiepenheuer und Witsch, sondern noch in einem Verlag, das kann man schon als Verlagsprojekt ein eigenes bezeichnen. Das hieß Autorenedition und die Autoren haben da selber ihre Bücher zusammengestellt, lektoriert, herausgegeben und Uwe Timm war da ein wichtiges Mitglied dieser Autorenedition für lange Zeit und Morenga eben der zweite, sein zweiter Roman, der da erschienen ist. Bevor wir dahin zurückgehen, aber beginnen wir in der Gegenwart, denn Georg Mein hat Ikarien, ein Buch über das deutsche Grauen, über deutsche Grausamkeiten genannt. Morenga ist auch ein solches Buch über das deutsche Grauen in den Jahren 1904 folgende. Haben die Deutschen einen Genozid an den Herero und Nama verübt und es hat über 100 Jahre gebraucht, bis diese Verbrechen von der Bundesregierung als Genozid anerkannt wurden. Die Verhandlungen liefen von 2015 bis 2021. Und jetzt kam es zu einer Einigung, und diese Gräueltaten, diese Grausamkeiten werden ganz offiziell als Völkermord bezeichnet und anerkannt. Ich weiß, dass einer dieser Delegierten aus diesem Kreis, ein CDU-Politiker, Morenga gelesen hat und dieses Buch, nehme ich jetzt mal an, und das hoffe ich, im Hinterkopf hatte, als er diese Verhandlungen mitführte. Uwe, ist das so etwas, Utopie, konkrete Utopie, das ist ein wichtiges Wort für dich, ist das, was jetzt passiert ist, 100 Jahre nachdem das passiert ist, so was für dich wie ein kleiner Lichtblick in den ganzen Gräueltaten, die es auch jetzt wieder gibt? Nun, ich denke, dass das Buch vielleicht etwas dazu beigetragen hat. Das Buch ist also, wie gesagt, 1978 erschienen und als ich damals mit diesem Roman anfing, zu recherchieren, Kontakte aufzunehmen, da haben Kollegen, also auch innerhalb der Autorenedition, die wir gemeinsam herausgegeben haben, gesagt, also du bist völlig verrückt, das interessiert keinen, also die Hottentotten, was ist das? Und also sich da rein zu begeben. Aber, und das muss vielleicht erklärt werden, ich habe dieses Interesse an Morenga, an den Kolonialismus, an speziell Südwestafrika, dem heutigen Namibia, nicht einfach abstrakt also mir einfallen lassen, sondern wie viele Bücher oder alle Bücher haben einen sehr subjektiven Grund, also haben Wurzeln bis in meine Kindheit hinein. Und das ist ein besonderes Beispiel, weil zu Hause ehemalige, also alte Kameraden meines Vaters, mit denen er nicht zusammen gedient hatte, aber die er kannte und auch so ja verehrte, das waren Schutztruppen, die in Südwestafrika noch gedient hatten, also noch die Kolonialgeschichte im Kopf hatten als Handelnder, als Täter natürlich in dieser Registratur. Und die erzählten von diesem Land und von diesen Menschen, die dort sind, die so ganz anders waren als das, was ich als Kind erlebte und wie ich erzogen wurde. Also sehr preußisch, auf Arbeit, Fleiß, Gehorsam, Tapferkeit und nochmal Gehorsam und abermals Gehorsam. Also diese preußischen Tugenden. Und die erzählten da irgendwie von Menschen, die ihre Kinder, das waren die Namas, nicht prügelten, die nicht zur Schule gehen mussten, also eigentlich Dinge, was man als Kind sehr schön findet. Nicht? Und das hat sich dann später
angelagert, indem ich also auch an der Universität Ethnologie gehört habe und gelesen habe. Und entscheidend aber war, dass ich so merkte, dass etwas von dieser Substanz, also auch von dieser Geschichte, von dieser prägenden Geschichte, die mir von der anderen Seite beigebracht worden war, nämlich eben als Akt der Zivilisation, die nach Afrika gebracht werden sollte, am Beispiel eines Denkmals immer von meinem Vater am Dammtor vor der Hamburger Universität erzählt wurde. Da ist ein Denkmal, da steht oben der Major Wissmann drauf, der ehemalige Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, am heutigen Tanganyika, und unten vor dem Denkmal steht ein Askari, ein Schwarzer. Das sind diese Soldaten, die unter Kommando der Deutschen da ausgebildet wurden, und der deckte einen Löwen mit einer Reichsfahne zu, alles in Bronze gegossen. Also für ein Kind sehr beeindruckend und als Beispiel erklärt vom Vater da oben, der Zivilisationsbringer, dieser Wissmann, unten der Schwarze, der zivilisiert ist und also die Wildnis besiegt, indem der Löwe mit der Fahne zugedeckt wird. Und dieses hoch aufgeladene Denkmal, dieses ideologisch aufgeladene Denkmal, wurde im Rahmen der Studentenbewegung 1967 umgerissen. Also damals im SDS, ich habe nicht mitgezogen, aber ich bin hingegangen, habe mitgerufen, dieses Hauruck, da waren viele linke Studenten da. Dieses Denkmal wurde umgerissen und eine Empörung innerhalb der Presse, also Kulturbarbarei und die Springerpresse, die war außer sich. Das Denkmal wurde wieder aufgestellt, es wurde abermals umgerissen. Und dann hat die Stadt eingesehen, die Hamburger Stadt eingesehen, dass es besser sei, es verschwinden zu lassen, hat es irgendwo in einer Halle verbracht, wo es dann verschwand. Heute ist man natürlich glücklich, dass das verschwunden ist. Also man müsste es selbst jetzt abtragen. Darüber, dieses Detail habe ich in dem ersten Roman Heißer Sommer geschrieben. Und bei diesem Schreiben, als ich daran schrieb, fiel mir ein, wie wichtig das für meine Biografie ist, für mein Verständnis auch. Also was Ferne ist, was Kolonialismus ist. Immer aus der Sicht der Kolonisatoren, wohlgemerkt. Das ist ja das Besondere. Und daraus ist dann der Gedanke entstanden, diesen Moringa zu schreiben. Und ich dachte, ich muss ihn schreiben. Das ist ein ganz besonderes Thema, was mich angeht. Und dann ist dieser Roman entstanden, nicht fern, sondern ich war in einer Anti-Apartheid-Bewegung engagiert. Also damals auch, die es gab, die gegen Südafrika gerichtet war. Und ich denke, er hat seinen Teil vielleicht dazu beigetragen als Literatur, dass man einen anderen, verständnisvolleren Blick bekommt. Denn es ist nicht der Versuch, aus der Perspektive der Kolonisierten, also der Namas, zu schreiben, sondern strikt aus der Sicht der Kolonisatoren, der Deutschen. Und das in aller Schärfe und in aller Härte. Ja, also das ist sozusagen die individualgeschichtliche Beschreibung dieses Prozesses. Und das Buch ist angekommen, ist auch übersetzt worden und ist jetzt auch Unterrichtsstoff in Namibia, also auf Englisch und auf Deutsch. Und das ist, denke ich, eine gute Sache, dass das mithilft, einen Blick von außen für die Menschen in Namibia zu geben, an der Universität und an den Schulen. Ich will nochmal den Bogen, du hast jetzt, ich bin froh, dass du dich nicht hast umstimmen lassen damals von deinen Kollegen in der Autorenedition. Ich will nochmal den Bogen zur Utopie oder konkreten Utopie zu dem schlagen, was vielleicht jetzt durch dieses Abkommen passiert ist, wie du das siehst. Aber ich will auch das ergänzen um eine E-Mail, die du mir damals geschrieben hast, als du erfahren hast, dass dieses Buch jetzt in Namibia auch an Schulen und Universitäten gelesen wird. Das hat mich sehr berührt. Also du schriebst auch das, endlich nach gut 40 Jahren hat Moringa die erreicht, die erreicht werden sollten, die Nama. Und dann meine konkrete Utopie: Ein Namibianer möge einen Roman auf Nama aus seiner Sicht auf den damaligen Aufstand schreiben. Marengo und Moringa, so waren die Namen dieses, der den Aufstand mitgeleitet hat, in einem Schuber.
Und das finde ich sehr bezeichnend auch für das, Georg Mein hat es angesprochen, dein Verhältnis zur Fremde, das auf das Fremde zugehen, das Fremde annehmen, auf das Fremde hören auch und auch das genauso neben dem stehen lassen, was du schreibst. Ja, das ist genau die Situation. Man spricht bei dieser Katastrophe, bei diesem Völkermord, der dort begangen wurde von der Schutztruppe in Namibia 1904, hauptsächlich von den Hereros, aber das Gleiche, das Gleiche ist den, mit Variationen, ist den Namas passiert. Das sind wesentlich kleinere Ethnien, sehr kleine Ethnien, die aber in dieser Zeit des Aufstandes eine ganz andere Kriegstaktik hatten. Denn sie haben die Guerillataktik benutzt und haben wirklich die deutsche Schutztruppe damals sehr unter Druck gesetzt, große Verluste zugefügt. Das waren 300, 400, 600 kämpfende Männer unter den Namas und die deutschen Truppen hatten bis zu 16.000 so Freiwillige. Das waren wirklich ausgebildete Elite-Soldaten, die dahin kamen. Und die Folge ist allerdings, und das hängt jetzt auch mit dieser Vertrags- oder mit endlich geschlossenem Vertrag der Wiedergutmachung, der immer noch nicht geklärt ist, aus anderen Gründen, zusammen, dass die Namas die Sprache Gefahr läuft, vergessen zu werden. Nicht? Die ist immer noch nicht richtig kodifiziert. Ich habe gerade gehört, Letzelburgisch, wann ist das also verschriftlicht worden, richtig? Also, das ist die Frage an die Luxemburger. Ist das schon lange Letzelburgisch? Oder? 1984. Bitte? 1984. Also 1984, ja. Ich meine, das muss man sich vorstellen, man müsste denken, das ist immerhin eine, das ist, glaube ich, Moselfränkisch, wenn ich das richtig von meiner Germanistik her noch weiß, hat das so lange gedauert in einem doch reichen Land. Nicht? Und diese Namas, die nur kleine Gruppen darstellen, die verlieren unter Umständen die Sprache. Und deshalb fände ich das also wirklich wunderbar, wenn ein Teil dieses Geldes direkt auch dorthin flösse und man würde zum Beispiel Nama die Gelegenheit geben, diese Sprache zu verschriftlichen und womöglich das Gegenstück zu Morenga schreiben, nämlich Marengo. Also das ist so, ja, das ist natürlich eine Utopie und das, weiß nicht, ob das, aber Utopie hat ja die Eigenart, dass es weit vorausgeht und unter Umständen im Kleineren realisiert werden kann, ne? Wir können ruhig laut reden. Du kannst gerne, ja, oder? Ich dachte, dass er vielleicht ein Stück liest oder noch nicht? Ja, stell du ruhig noch eine Frage dazu. Okay. Also ich dachte, ich erzähle vielleicht noch ein bisschen was über die Form und den Aufbau dieses Romans. Georg Mein hat ja Heißer Sommer erwähnt, das war das Debüt von Uwe Timm und das ist sozusagen der kanonische Roman über die Studentenbewegung. Und der hat eine Hauptfigur namens Ulrich Krause, der Stück für Stück eigentlich durch seine Erfahrungen in München, in Hamburg, Bamberg und an anderen Orten politisiert wird. Am Anfang eigentlich ein mehr an Affären, Frauenbeziehungen interessierter junger Mann, der Stück für Stück eigentlich durch Ereignisse und vor allen Dingen durch die Erschießung von Benno Ohnesorg aufwacht, sozusagen. Das ist ein klassischer Bildungsroman. Und von Heißer Sommer zu Morenga ist formal gesehen ein ziemlicher Sprung. Zunächst einmal wirken diese beiden Bücher, als wären sie ganz unterschiedlich, weil Morenga ein Roman ist, der praktisch so drei große Stränge hat. Das eine ist, wenn man dann genau hinschaut, doch auch wieder eine Art Bildungsroman, und zwar des Oberveterinärs Johannes Gottschalk zwischen 1904 und 1907. Der zweite, auch sehr faszinierende Strang ist praktisch ein Dokumentarroman, sind Originaldokumente der deutschen Kolonialverwaltung, des Militärs, der Schutztruppen, die in den Text eingebaut sind und dazu führen eben, dass man auch da wieder nicht aus einer Art
schon wissenden, nachträglichen Perspektive jetzt urteilend über den deutschen Kolonialismus und seine Grausamkeiten erfährt, sondern man hört sozusagen den O-Ton. Die Dokumente selbst sind so sprechend, man muss sie nur einfach selber hören. Und dann gibt es noch einen dritten Strang, der durchaus also auch sehr umstritten war damals innerhalb der Autorenedition. Das sind drei lange Kapitel, die Landeskunde 1 bis 3 überschrieben sind. Man würde jetzt denken, da kommen irgendwelche geografischen, kenntnisreichen Berichte über Deutsch-Südwestafrika. Aber nein, es sind archaisierende, fantastische, an den magischen Realismus erinnernde, lange genealogische Geschichten, die von Zugochsen erzählt werden, in einer Art archaisierenden, teilweise an die Bibel erinnernden Ton, und die sozusagen, man könnte sagen, von heute aus gesehen, ein bisschen stellvertretend für die Stimme stehen, die sonst in dem Roman nicht wirklich erklingt, nämlich die der Nama oder Herero selbst. Und Uwe hat es schon erwähnt, das Interessante an dem Roman ist, und wahrscheinlich ist er bis heute der gelungenste postkoloniale Roman aus der deutschsprachigen Literatur, also jedenfalls aus der deutschen Literatur. Das Besondere ist eben, dass er sich nicht einfühlt in den anderen, in das Fremde. Und man könnte sagen, gerade auch aus dem heutigen Woken-Bewusstsein heraus, es erneut kolonisiert. Einfühlung in den Unterworfenen würde bedeuten, ich annektiere eigentlich das Bewusstsein noch einmal, nachdem ich die Menschen eben schon unterworfen habe. Das heißt, die Figur, der Guerillaführer Morenga oder Marengo, beide Namen sind überliefert, hier auf dem Umschlag ist er tatsächlich abgebildet, so sah der aus, der bleibt quasi eine opake Figur. Er taucht im Roman auf, es gibt tatsächlich auch eine Begegnung zwischen der Hauptfigur Johannes Gottschalk und Morenga, aber er bleibt eben ein Stück weit ein Schemen und auch, man könnte sagen, auch aus einem gewissen Respekt heraus. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist eben, dass, und das gilt genauso für Ulrich Krause aus Heißer Sommer, dass Johannes Gottschalk, der Oberveterinär, nicht schon mit einem bestimmten vertrauten Bewusstsein oder mit einer Art Betroffenheit in dieses Land kommt, sondern die Eltern haben einen Kolonialwarenladen in Glückstadt, in Schleswig-Holstein, und er riecht die Gewürze, er hört bestimmte Worte und die erzeugen eher so eine Abenteuerlust bei ihm. Das heißt, er kommt in dieses Land eigentlich mit einer gewissen Unbestimmtheit und dann durchläuft er eine Entwicklung. Und das Faszinierende und Interessante an dem Roman ist eben auch, dass, und da fängt es schon an, anders zu werden als Heißer Sommer, dass diese Entwicklung nicht wirklich zu einem, wie soll man sagen, klaren, bewussten, zu einer bewussten politischen Einsicht am Ende führt. Der Roman ist anders konstruiert. Während bei Heißer Sommer Ulrich Krause am Ende den langen Weg durch die Institutionen antritt und sozusagen als Lehrer eine Erziehungsarbeit leisten will, ist Johannes Gottschalk die erste von vielen Figuren bei Uwe Timm, die eher Desperados sind, die eher eine eigenartige Stellung zu ihrem eigenen Leben, zu der Wirklichkeit haben, die praktisch so etwas wie Veränderung suspendiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich ins Innere der Figur hineinträgt. Und darüber werden wir noch ein bisschen sprechen, wie das hier im Roman stattfindet. Vielleicht hören wir jetzt mal eine erste Stelle, die, also es ist so, dass Johannes Gottschalk natürlich nicht einfach so seine Erfahrung macht und sein Bildungserlebnis durchläuft, sondern das sind natürlich die auch schockhaften Eindrücke dessen, was ihm nun tatsächlich als Teil der deutschen Schutztruppen dort widerfährt und wessen er Zeuge wird. Und davon hören wir jetzt ein Beispiel. Ihr habt euch jetzt doch entschlossen, dass ich die... Ja, wir haben nämlich... Wir haben so lange hin und her diskutiert, dass wir jetzt alle vollkommen verwirrt sind, aber nein... Ich erzähle von der Erschießung. Genau. Ja, okay. Also ich lese jetzt aus diesem Strang, von dem schon die Rede war, über diesen Gottschalk, der ist Veterinär.
Oberveterinär, also ein militärischer Dienstgrad. Damals gab es viele Pferde und die mussten betreut werden. Während des Gefechts waren auch zwei Gefangene gemacht worden, zierliche Wesen mit bräunlicher Hautfarbe. Den beiden Männern hatte man Hände und Füße mit Stricken gebunden, und zwar so, dass sie nur in kleinen Trippelschritten oder aber in Sprüngen sich vorwärts bewegen konnten. Der eine der beiden Gefangenen, ein junger Mann, trug eine Schutztruppenuniform, die er offenbar einem gefallenen Reiter ausgezogen hatte. Auf der Brust war der von zwei Einschüssen zerfetzte Stoff dunkelbraun von getrocknetem Blut. Die viel zu langen Ärmel und Hosenbeine waren umgekrempelt. Der Mann war, abgesehen von der angeschwollenen linken Gesichtshälfte, unverletzt. Oberleutnant Ahrens, inzwischen Adjutant von Oberst Deimling, versuchte, den Mann zu verhören. Ahrens wollte wissen, wohin die Landsleute zu fliehen gedächten. Oberleutnant Ahrens sagte tatsächlich immer wieder: Deine Landsleute. Der Mann schüttelte bei jeder Frage nur den Kopf. Offenbar wollte er damit andeuten, dass er den Oberleutnant verstand, aber keine Auskunft geben wolle. Ahrens ließ dennoch nach einem Dolmetscher schicken, einen Unteroffizier der Landwehr. Er lebte seit über 11 Jahren im Land. Er hatte als Reiter in dem Landsknechtshaufen des Zweiten Reichskommissars Hauptmann von François gedient, dann eine Farm bei Hochannas erworben und sie bis zum Ausbruch des Aufstands betrieben. Der Unteroffizier sprach den Gefangenen an in einer melodischen Sprache, durchsetzt mit kleinen Schnalzlauten. Der Mann stand und schwieg, kaute aber ruhig seinen Priem. Der Unteroffizier, ein Mecklenburger, sagte: Des Ors will man nicht, Herr Oberleutnant. Ahrens befahl, weiter zu fragen, andernfalls würde man ihn sofort erschießen. Der Unteroffizier übersetzte dem Gefangenen sein Todesurteil, und dabei verwandelte sich diese schwerfällige mecklenburgische Zunge wieder zu einer Kunstreiterin, sprang mühelos und leicht über Hürden und Gatter mit kleinen Klicken und Klacken. Gottschalk erschrak, als er das laute Klatschen hörte. Ein Reiter schlug auf den Mann ein, der beim Zurückweichen von seinen Fesseln behindert mit einer ulkigen Verrenkung zu Boden ging. Die Umstehenden lachten, sich aber sogleich wieder ohne Aufforderung erhob, was ihm mit seinen Fesseln sichtlich Mühe bereitete. Warum bleibt er nicht einfach liegen, dachte Gottschalk. Als der Mann widerstand, schien ihm, als grinse er verächtlich. Aber das war nur die rechte Gesichtshälfte, die langsam anschwoll. Der Reiter, Verhörspezialist, genannt Old Shatterhand und früher von Beruf Kellner, war nämlich Linkshänder. Da der Gefangene jetzt mit unbeweglichem Gesicht dastand, glaubte Gottschalk, der Mann habe seinen Kautabak unter der Wucht des Schlages verschluckt. Aber dann, nach einem Augenblick mit einem immer schiefer werdenden Grinsen, begann er wieder zu kauen. Hoffnungslos, sagte Oberleutnant Ahrens und befahl Leutnant von Schwanebach, den Mann erschießen zu lassen. Ergänzte dann aber seinen Befehl, als er sah, dass Schwanebach 6 Mann abkommandierte: Der Aufwand ist zu groß. Lassen Sie ihn aus kurzer Distanz erschießen. Eine Patrone ist schon zu viel für den. Tabakkauend und grinsend stand der Mann vor dem Gewehr des Unteroffiziers, der kurz zuvor noch versucht hatte, ihn in Nama auszufragen. Der Unteroffizier hatte sich sofort freiwillig gemeldet. Der Mann stand einfach so in der weiten Landschaft, frei, wenn auch gefesselt.
das ist eigentlich gar keine Erschießung, dachte Gottschalk, der die Vorstellung hatte, dass jemand, der erschossen werden soll, an einem Pfahl oder wenigstens an einer Mauer stehen müsse. Leutnant Schwanebach befahl dem Unteroffizier, der schon angelegt hatte, das Gewehr wieder abzusetzen, denn der Mann, den zu erschießen man im Begriff war, trug immer noch eine deutsche Uniform. Was sollte man tun? Der Leutnant entschied, dass der Gefangene vor der Erschießung die Uniform auszuziehen habe, die, wenn auch inzwischen entweiht, dennoch der Rock des Kaisers blieb und darüber hinaus Eigentum des Heeres war. Man durchschnitt die Stricke, mit denen der Mann gefesselt war, und befahl ihm, die Uniform auszuziehen. Der Mann stand jetzt nackt da, beständig das verquollene Gesicht, er grinsend im Gesicht und seinen Priem kauend. Gottschalk fragte sich, warum sich niemand über dieses gleichmütige Kauen erregte, das angesichts des angeschlagenen Gewehrs, des danebenstehenden Leutnants und all der anderen Neugierigen etwas Verächtliches hatte. Als der Rebell am Boden lag, befahl Schwanebach, der Oberveterinär solle prüfen, ob der Pavian tot sei. Gottschalk beugte sich über den Leichnam, aus dessen Mund wie ein roter Faden etwas Blut gelaufen war. Im anderen Mundwinkel war ein bräunliches Rinnsal. Offenbar hatte der Mann, selbst als ihn der Schuss ins Herz traf, seinen Priem nicht verschluckt. Gottschalk hatte gehen wollen, bevor man den Gefangenen erschoss, aber der Leutnant hatte ihn wieder zurückgerufen und ihm befohlen zu bleiben, damit er ordnungsgemäß den Tod des Delinquenten feststellen könne. Er sei dafür nicht zuständig, hatte Gottschalk zunächst sagen wollen. Er sei schließlich Tierarzt. Aber er blieb und schwieg, da er fürchtete, dass der Schwanebach hätte antworten können, eben darum. In dem Gesicht des Toten war noch immer dieses breite Grinsen. Einen Moment glaubte Gottschalk, der Mann stelle sich nur tot. Er schob behutsam das Augenlid hoch, eine braune Lidfalte, die diesem Gesicht den eigentümlich asiatischen Ausdruck gab. Die Pupille zeigte keinen Reflex. Vielen Dank. Ja. Wollen wir das zweite auch gleich lesen? Vielleicht oder noch, wollen wir eben noch reden? Eine Bemerkung dazu. Also ja. Zum einen diese schon auch für uns natürlich, denke ich, doch auch schockierende Stelle, ist es eben für Gottschalk auch, und die beleuchtet ein Thema, was sich anklingend noch in Heißer Sommer mit einer ganz kurzen Passage über die Erschießung Benno Ohnesorgs, was sich dann eben eigentlich durch das ganze Werk von Uwe Timm zieht, die Frage nach der Gleichgültigkeit, der Kaltblütigkeit, der Beiläufigkeit des Tötens, also dem Empathieverlust oder Empathieverzicht. Dahinter steckt natürlich die sozusagen katastrophale deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, der Holocaust und vieles andere. Und immer wieder die Frage danach, was in den Menschen bringt sie dazu? Was ist es eigentlich? Und wie gesagt, das Besondere hier ist, dass Gottschalk quasi eine Art Zeuge ist, er bezeugt das. Und es ist auch, Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt, es ist diese Präzision, die Genauigkeit, mit der auch hingeguckt wird und die etwas von eben Respekt auch für die Opfer verrät.
Und das andere eben ist, was Gottschalk selbst anbetrifft, das ist eine dieser ersten Irritationen, die er erfährt, und die setzen sich natürlich fort. Und was er jetzt macht, ist, er versucht eigentlich immer mehr die Situation, in die er da geraten ist, zu verstehen. Er versucht die Nama zu verstehen, die Herero, denen er begegnet. Er hat sogar eine Liebesaffäre mit einer Nama-Frau. Wir kommen noch auf die Sprache zu sprechen. Er versucht zum Beispiel auch sein Veterinärswissen weiterzugeben. Die Nama halten Rinder, die eigentlich ganz gesund sind und auch lange sehr gesund sind, aber einfach die Gebisse sozusagen mit der Zeit einfach abgenutzt werden. Und normalerweise, wenn man denen dann nicht hilft, würden die verhungern, weil sie einfach nicht mehr richtig kauen können. Und Gottschalk kommt zum Beispiel auf die Idee, denen eine Art künstliches Stahlgebiss zu verpassen, sodass die wieder kauen können. Und dieses Stahlgebiss zum Beispiel, das geistert durch den Roman, auch so wie so ein etwas rätselhaftes Objekt. Also es kommt immer mal wieder vor und irgendwelche Leute stoßen darauf und haben dann die witzigsten, aberwitzigsten Vorstellungen, was das vielleicht ist. Also bei allem, sagen wir mal, vielleicht grausam, was dieser Roman natürlich auch hat, hat er auch eine sehr poetische Seite und er hat auch eine komische Seite, muss man sagen, durchaus auch. Das Besondere ist aber eben in der Person Gottschalks, er hat einen Gefährten, einen anderen Veterinär namens Wenstrup, der ihm ganz am Anfang des Romans ein Buch in die Hand drückt, das 1904 erschienen ist, nämlich gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt des russischen Fürsten Kropotkin. Das ist ein Standardwerk der anarchistischen Literatur, was eben zeigen will, dass die im Gegensatz zu Darwins Vorstellung der ewigen Konkurrenz und des Survivals of the Fittest, dass es eine ursprüngliche, sagen wir mal, eben auch empathiegesteuerte Hilfe unter Menschen und zwischen Tieren gibt, die sich auch sogar über Gattungsgrenzen hinwegsetzt. Eine Art spontane Fähigkeit zur Empathie, die ganz diesem Bild, was man zumindest von Darwin sozusagen abgezogen hat, widerspricht. Wenstrup, dieser andere Veterinär, wird im Laufe des Romans desertieren. Er hat eine ganz klare politische Haltung und schließt sich den Aufständischen an, und nimmt also eine ganz eindeutige politische Haltung ein. Das Interessante ist jetzt, dass Gottschalk das nicht tut und dass du, Uwe, der damals selber ja eine ganz eindeutige politische Haltung hattest, eine Figur in den Mittelpunkt des Romans stellst, die das nicht hat und die das auch im Laufe des Romans nicht tun wird, sondern sich eigentlich ganz anders verhält. Und das ist eigentlich beeindruckend. Vielleicht kommen wir auf diesen auch Gegensatz zwischen den beiden auch zu sprechen, ne, Christoph? Vielleicht nur eine kleine Beobachtung als Ergänzung zu der Textstelle, die du gelesen hast. Mir hat die auch deutlich vor Augen geführt, wie deutsche Grausamkeit und deutsche Ordnung damals zusammengehörten. Also das sind keine Gegensätze. Damals, Ordnung ist nicht sauber oder rein und Gräuel sind nicht furchtbar und dunkel, sondern die Szene hat deutlich gemacht, wie geordnet ja eigentlich diese brutale Erschießung abläuft. Und das hat mir die Szene auch sehr deutlich gemacht und deswegen ist die mir auch sehr wichtig in diesem Roman. Ja, also ich habe zumindest so vom Elternhaus sehr viel so militärische Erzählungen im Kopf gehabt vom Vater. Und auch negative Dinge haben ja ihre positiven Seiten manchmal. Und eine davon ist, dass ich mich so in dieser militärischen Sprache, in der militärischen Welt, in der militärischen Ordnung gut auskenne. Und das gehört einfach dazu. Also die meisten, auch die Übersetzer, die hatten natürlich große Schwierigkeiten, wirklich immer wieder bei diesen militärischen Details auch, nicht, die da beschrieben werden müssen und beschrieben sind und auch stimmen müssen. Nicht? Und vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe auch wirklich intensiv in Archiven geforscht und ich bin auch nach damals
nach Namibia, damals Südwestafrika, gefahren und habe dort im Archiv gearbeitet und geforscht und habe auch mit ANC-Menschen gesprochen, also auch welche, die im Widerstand waren und von der SWAPO. Also das ist nicht irgendwie in so einem luftleeren Raum entstanden, dass ich mir dachte, auch ich denke mir jetzt was aus, sondern ich war da auch politisch engagiert und habe mit diesen Genossen damals, also auch afrikanischen Genossen, die da waren, aus Namibia, vor allen Dingen auch aus Südafrika, darüber diskutiert. Also das ist so in einem politischen Rahmen damals entstanden. Aber Martin hat da recht. Also klar, ich war da entschieden damals auch erst im SDS, dann in der Kommunistischen Partei, dann bin ich ausgetreten. Aber die Entschiedenheit war eigentlich nie so, dass ich nicht immer eine große Distanz auch dazu hatte. Und das merkt man, glaube ich, auch im heißen Sommer. Ja. Da sind wirklich komische Szenen drin. Und als der damals erschien, noch in dieser linken Atmosphäre, da waren viele aus dem SDS, die sagten, meine Güte, die Arbeiter, die sind doch, da machst du dich ja lustig drüber oder sowas. Ja, natürlich, das hat komische Seiten gehabt damals, diese politische Arbeit. Und auch in diesem Moringa sind eben, das ist, finde ich, freut mich, dieses Beispiel mit diesem Kuhgebiss, dass auf Menschen, die das gefunden haben, dann irgendwie den Eindruck hatten, dass das ein typisches wie das genannt wird, ein eingeborener Fetisch sei. Also was eigentlich hochtechnisch gedacht ist und hochtechnisch hergestellt ist, so ganz anders gebrochen. Wer das findet und wer daran Spaß hat, der wird vielleicht einen Diskurs darüber auch immer erleben, immer der ständig wechselt zwischen diesen Vorstellungen der Zivilisation, der dogmatischen und der Brechung der Zivilisation und auch der Katastrophe, die mit sich gebracht hat. Das ist diese instrumentale Vernunft, wie Horkheimer das genannt hat, ist eben erschreckend. Auf der einen Seite sind Eisenbahnen gebaut worden, die auch heute noch wichtig sind, oder Krankenhäuser gebaut worden, die auch heute noch wichtig sind. Auf der anderen Seite sind zugleich diese Menschen auch regelrecht versklavt worden. Oder ja, vielleicht ist das schon eine Gelegenheit, wo man etwas sagen kann über diese Rationalität, über diese pervertierte Vernunft. Nicht? Und da ist... Achso, jetzt haben wir nicht die Prügelstrafe. Die müssen wir lesen. Ja, okay. Weil das jetzt gerade rein... Jetzt ja. ist, warte mal, die, du findest die Sie sehen, das gehört auch die Spontanität dazu. Ja. Das ist auch mit dieser Bombe, die wir da... mit der wir da immer im Kreis rumgefahren sind auf der Autobahn. Ja, wir hatten ein ganz merkwürdiges Navi, also was irgendwie Spaß daran hatte, uns permanent dieselbe... Also ich kann nur warnen, ja, dieses Navi, das er hat, das ist wirklich... Das ist irgendwie wir seltsam. Sind einmal fast dreimal im Kreis. 57. Ja, das war ein Dada-Navi, war das, glaube ich. Also du meinst jetzt die Stelle 157, ne? Ja, aber eine, glaube ich, eine später, nicht? Also ich bitte, ja. Also du hattest eigentlich von 100? Ja, 159 vielleicht, die nicht. Also wenn Sie jemanden haben, den Sie so gar nicht mögen, nicht? Und der in den Urlaub fährt, dann empfehlen Sie ihm dieses Navi von Christoph. Sie das kommen garantiert nicht unglaublich. Also der führte uns, wir hatten drei, viermal immer so im Kreis rumfahren. Ja. Und jetzt folgen Sie dem Straßenverlauf. Und dann waren Sie an derselben Stelle. Einmal lag es vielleicht an mir. Ja. Also ich lese Ihnen jetzt etwas vor. Es gibt ein Kapitel darin, das ist schon gesagt worden, also dass ein Teil dieses Romans sind Fakten, sind hineingeschnittene, in diesen Text hineingeschnittene Dokumente. Und das sind Dokumente, die kann man sich eigentlich nicht ausdenken, nicht? Die sprechen wirklich für sich, auch bis in die Sprache hinein. Da muss man auch auf die Sprache achten, diese Behördensprache. Und da geht es um die Prügelstrafe. Man muss gleich sagen, in allen europäischen Kolonien ist geprügelt worden. Aber ich denke mal nur, in der deutschen Kolonie ist darüber Buch geführt worden und es ist auch diskutiert worden. Das ist so eine merkwürdige, das ist irgendwie diese... eine instrumentale Vernunft, die dahin kommt, dass selbst das noch diskutiert werden kann. Ich kann auf Hegel da zurückgehen, wenn man will. Also,
ein Zitat jetzt, an das kaiserliche Gouvernement in Windhoek, Station Atacampe. Atacampe, da haben also die deutschen Kolonien untereinander und mit dem Kolonialministerium diskutiert. Atacampe, den 9. August 1906. Ich bitte gehorsamst, in Erwägung ziehen zu wollen, ob es nicht angebracht erscheint, bei der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes dahin vorstellig zu werden, die Nilpferdpeitsche als Züchtigungsmittel wieder durch unser altes Tauende zu ersetzen. Wenn ich auch als Freund der Prügelstrafe mir wohl bewusst bin, dass ja gerade eine kräftige Züchtigung als abschreckende Strafe erwünscht erscheint, so bin ich in den 4 Monaten, in denen nunmehr hier mit der Flusspferdpeitsche gezüchtigt wird, doch zu der Überzeugung gekommen, dass diese Art der Züchtigung eine Grausamkeit darstellt, die wohl nicht beabsichtigt worden ist. Es ist unvermeidlich, dass von den Hieben der Flusspferdpeitsche Löcher in die Haut gerissen werden und gerade an der Stelle, die dem Menschen und besonders dem Auge des Verletzten am schwersten zugänglich ist. Eine Wundpflege ist daher für den Geprügelten selber recht schwer. Die Wunden sind schwer reinzuhalten. Der Verletzte bedarf des Gesäßes zum Sitzen. Die Wunde wird schmutzig, eitert und der Gezüchtigte bleibt wochenlang arbeitsunfähig. Ich glaube nicht, dass das die Absicht der Kolonialabteilung gewesen ist, als sie die Nilpferdpeitsche einführte. Wieso anders die Züchtigung mit dem Tauende? Der Missetäter fürchtet sie sicher ebenso wie die mit dem Kiboko, aber die Folgen sind bei weitem nicht so schwer, sie sind milder, menschlicher und doch von pädagogisch nachhaltiger Wirkung. Der Schmerz ist heftig, brennt heiß und juckend, aber die Haut wird nur selten verletzt und die früher einmal zum Ausgangspunkt von allerhand Klagen gemachten Epidermisverlusten treten kaum auf. Das Tauende erscheint mir das Ideal eines Züchtigungsmittels für Disziplinarvergehen, für Entlaufen oder Drücken vor der Arbeit, Beharren im Ungehorsam, gröbliche Verletzung des Pflichtverhältnisses und dergleichen. Die Züchtigung mit der Dickhäuterpeitsche erscheint mir für solche Vergehen als zu schwer. Man hebt sie gern für nur schwere Verbrechen auf und so verliert die Prügelstrafe an Wert. Sie büßt ihre Eigenschaft als Disziplinarmittel ein. Ja. Das ist also ein Beispiel von diesem Denken, das also wirklich also das Menschliche in ein Unmenschliches umdreht, also auch sprachlich, und etwas von diesem Bewusstsein zeigt, was zu dieser Brutalität führte. Und man muss eben sagen, diese Prügelmethode war in den französischen, in den englischen, portugiesischen, spanischen Kolonien und Sie wissen ja, in den belgischen sind diese ungeheuren Verbrechen begangen worden, nicht bei dem Kautschuk-Sammeln. Also das entschuldigt aber überhaupt nicht dieses deutsche Vergehen, nicht? Sondern es zeigt nur, wie unendlich fern eigentlich das ist, den anderen als Menschen zu sehen, weil er eine andere Hautfarbe hat, weil er eine andere Kultur hat. Und es sind Kulturen, die wurden ja nicht mal als Kulturen verstanden, sondern als unkultiviert, nicht? Unzivilisiert. Also diese auch mentale und emotionale Geschichte des Kolonialismus, denke ich mal, das ist eine Möglichkeit der Literatur, was Wissenschaft so nicht zeigen kann. Also sie kann sowas zitieren, aber sie kann sozusagen so einen Bewusstseinsprozess, den es auslöst bei einer Figur wie Gottschalk, eben nicht leisten.
Mal abgesehen davon, dass Wissenschaft nicht witzig sein kann. Also das ja, gehört auch noch dazu. Oder selten. Ja. Ja. Ja, und eben, um das noch aufzugreifen, also das Thema Sprache. Uwe Timm gilt als ein sozusagen realistischer Erzähler. Also einmal als ein Erzähler und zweitens eben doch im weitesten Sinne als ein Realist. Und gerade Heißer Sommer hatte ja auch noch in Form des Entwicklungsromans auch eine gewisse, sagen wir mal, positive Botschaft, wenn man so will, die sich in der Entwicklung von Ulrich Krause zeigt. Was man oft dabei quasi nicht so sieht, ist der Umgang mit der Sprache selbst, das Spiel mit der Sprache, das Reflektieren über Sprache. Und das eben schon, du hast es eben schon gesagt, also bei Heißer Sommer auch sowas, das nennt man Heteroglossie, also ein Spiel mit ganz unterschiedlichen Diskursen stattfindet, was eben auch eine Komik erzeugt. Und man ist immer gewohnt, sozusagen realistisches Erzählen auf der einen und sprachexperimentelles auf der anderen so als Gegensatz zu sehen. Und der Charme, der Reiz, die Schönheit von deinen Romanen ist eben auch, oder liegt darin, dass sie beides miteinander verknüpfen. Das Erzählen, das Geschichtenerzählen, das Entwerfen von Figuren, das auch Entwerfen von gesellschaftlichen Panoramen, aber auch tatsächlich das Reflektieren über Sprache und das Spiel mit ganz unterschiedlichen sprachlichen Schichten, um das eine noch zu sagen, zu der, sagen wir mal, inhärenten Grausamkeit gehört eben eine vollkommen gegen Empathie abgedichtete, auf Effizienz, Instrumentalisierung gerichtete Sprache eben. Das haben wir eben gehört. Also es wird darüber reflektiert, also wie effektiv als Züchtigungsmittel dient dieses oder jenes, und weil es nur darum geht, die Arbeitskraft zu erhalten. Es geht überhaupt nicht darum, ob ich die Würde dieses anderen Menschen vielleicht verletze, sondern es geht nur um die Effizienz. Und aus diesem Gefängnis, diese Sprache, diese Art von Diskurs bildet eine Art Gefängnis. Und da kommen Sie auch dann nicht raus, wenn Sie es vielleicht besser wollen, aber über die sprachliche Form selbst und deren Implikationen nicht nachdenken. Und genau das ist eben das, was eigentlich bei Gottschalk passiert und bei anderen nicht, dass er an der Sprache selbst gewissermaßen zu zweifeln beginnt und gleichzeitig auch die fremde Sprache versucht zu lernen. Und dafür gibt es eben auch eine wunderbare Passage. Ja. Vielleicht magst du noch entweder das mit dem Sprache lernen oder mit den Wolken lesen. Ja, also, okay. Vielleicht die Wolken dann doch? Ja, vielleicht die Wolken. Man muss ja sagen, hier darf ich einmal erwähnen, der Martin Hielscher hat ein Band zu meinen Arbeiten gemacht, und das ist jetzt ein bisschen Selbstreklame, wir müssen mich entschuldigen, aber es ist ein Buch, das liegt auch draußen. Er hat das herausgegeben mit einem Bamberger Professor Marx, und da haben Germanisten drin geschrieben, und also wirklich auch, was mich wirklich ehrt, auch Aßmann, Frau Aßmann, unter anderem aber auch Christoph, und der hat dort eine, das darf ich mal sagen, einen wunderbaren Artikel über die Wolken geschrieben im Murenga. Und ich denke, jetzt lese ich da mal einfach das Stück, damit wir einen Eindruck haben. Aber wo ist das jetzt? Das ist die dritte Stelle. Hier, ja. Gottschalk hatte nach dem, also Sie sehen, das ist ziemlich gegen Ende des Romans. Gottschalk hatte nach dem Verlust seines Tagebuchs ein neues begonnen. Er machte seine Eintragung in einen Taschenkalender mit linierten Seiten. Auf jeder dieser Kalenderseiten finden sich bis zum Tag seiner Abreise aus Uckermars Bleistiftnotizen. Merkwürdigerweise sind es aber von drei Ausnahmen abgesehen ausschließlich meteorologische Beobachtungen, die täglich mit großer Akribie festgehalten sind. Windrichtung und Windstärke. Gottschalk muss sich also ein Windmessgerät gebaut oder besorgt haben. Niederschlagsmenge, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Bewölkungsstärke und Wolkenformationen.
deren Beschreibung füllt in einer kleinen Schrift den Taschenkalender, und die Form dieser Bewölkungsbeschreibung ist das Erstaunlichste an diesem Tagebuch. Die dürre, konventionelle Begrifflichkeit der Meteorologie wird durch eine höchst eigenwillige Sprache gesprengt, die mit kühnen Bildern arbeitet, ja sogar mit neuen Wortschöpfungen, und das zu beschreiben sucht, was selbst aus der ständigen Veränderung heraus seine Form hervorbringt, was unendlich vielfältig, im steten Wandel begriffen, sich dennoch immer wieder ähnlich wird, die Wolken. Gottschalk hat offenbar den Versuch unternommen, ein Beschreibungssystem zu entwickeln, das jene Bewegung und Vielfalt in sich aufnimmt, ohne wiederum zu einer Nomenklatur zu erstarren. Ein Beispiel. Morgens bei Sonnenaufgang im Südosten ein wolliger Teppich blassrosa Färbung, die Ränder ausgefranst und lichtgrau. Vormittags blau schneegiert sich der Teppich langsam gegen Süden, nachmittags Wollrollkrogen, stahlgrau gepunzt. Abends, 17.20 Uhr, Verweisung der Driftwolken nach Norden, flaumig, federig. Dieser und ein zweiter Taschenkalender ähnlichen Formats mit den täglichen Eintragungen wäre aufschlussreich für den Meteorologen, da darin für den Zeitraum vom März 1906 bis Mai 1907 alle wichtigen klimatischen Daten im Raum Uckermars aufgeführt sind. Darüber hinaus ist es der leidenschaftliche Versuch der erstarrten, entsinnlichten Sprache wieder jenes Moment des Spontanen, Mannigfaltigen, Individuellen zu geben, das Gottschalk anscheinend beispielhaft in der Wolkenbildung zu erkennen glaubte. Allerdings gibt es in diesen Tagebüchern keine Hinweise darauf, wie Gottschalk sich ein Informationssystem vorgestellt hat, das nicht allein auf einer jeweilig neuen Einzelbeschreibung beruht, sondern durch einen gewissen Abstraktionsgrad auch verallgemeinernde Begriffe zugelassen hätte. Gerade das aber wäre für eine verständliche Übermittlung meteorologischer Beobachtungen erforderlich. Der gängige meteorologische Code hat seinen Wert gerade in seiner Fungibilität. Dazu liegt die Gottschalksche Wolkenmorphologie quer. Während der Zeit in Uckermars wird in den Tagebüchern nur an zwei Stellen nicht vom Wetter geredet. Einmal findet sich im Adressenregister des Taschenkalenders von 1906 die Konstruktionsskizze eines Freiballons, der mittels zweier Schleppseile und eines Ballonsegels gesteuert werden sollte. Ein Verfahren, das zu der Zeit schon bekannt war. Der Ballonfahrer, der frei schwebend, gänzlich von der zufälligen Windrichtung abhängig ist, kann durch den Widerstand von Seilen, die über den Boden schleppen, den Ballon bis zu einem gewissen Grad navigieren. Ingenieur André, ein Schwede, hatte 1897 versucht, mit einem solchen Ballon den Nordpol zu überfliegen. Er war verschollen. Wahrscheinlich aber kannte Gottschalk dieses Steuerverfahren der Ballonfahrer nicht und hat es für sich neu entwickelt. Zum anderen findet sich unter dem 30. März 1906 eine Notiz. Unser inneres Verstehen lernen als geologische Formation.
Also eine Geologie der Seele mit ihren Brüchen, Verschiebungen, Sedimenten, Ablagerungen und Erosionen. Hinweise auf Personen, Morenga etwa oder Meisel, Leutnant Gerlich, Wenstrup oder andere, finden sich an keiner Stelle der beiden Taschenkalender. Gut, soweit denn. Vielen Dank, Uwe. Ich finde, hier wird nochmal sehr deutlich an der Textstelle. Auf der einen Seite haben wir die Sprache der Besatzer, wie in deiner Textstelle über die Prügelstrafe gesehen. Die ist eindeutig, die ist klar, die ist verletzend, vielleicht auch tödlich. Und wir haben auf der anderen Seite die Sprache, die Gottschalk so nach und nach während seines Aufenthalts in dem damaligen Deutsch-Südwestafrika entwickelt. Und das ist eine andere Sprache. Das ist, finde ich, nicht nur eine Sprache, zwar über Meteorologie und über die Wolken, sondern seine Sprache wird selbst auch ein bisschen wolkig, in dem Sinne, dass sie uneindeutig wird, unscharf, nicht mehr genau etwas bezeichnet, mehrdeutig dadurch wird. Und das, finde ich, ist genau das, was Martin vorher als die Sprachkunst von Morenga beschäftigt hat. Und ohne diese Sprachkunst wäre das für mich auch kein politischer Roman, also, sondern er wird politisch dadurch, dass er diese Poesie enthält und ich dadurch anfange, in anderer Art und Weise über die Ereignisse nachzudenken, als wenn ich ein politisches Buch lese. Und deshalb ist es, glaube ich, ein politisches Buch und nicht nur zumindest, weil du über politisch relevante Ereignisse sprichst. Vielleicht kann ich da ergänzen, weil es ist ja merkwürdig, Sie kennen vielleicht einige Bücher von Uwe Timm und Wissen, er beschäftigt sich immer mit gesellschaftlich relevanten Themen. Aber was mir aufgefallen ist jetzt, so durch die Jahre hindurch, was sich durchgehalten hat, sind immer wieder zwei Bezugspunkte. Das sind einerseits die Wolken, die tauchen schon in den frühesten Gedichten von dir auf. Die tauchen in Essays von dir auf, die tauchen in Halbschatten auf. Die tauchen jetzt hier wieder auf und auch mit dem Begriff die wunderbaren Wolken. Das ist das eine Wort und das andere sind Engel. Und auch das ist für mich bezeichnend. Also einmal die Wolken, die irgendwie dazwischen sind, zwischen Himmel und Erde und die Engel, die auch so Mittlerwesen sind, dass dich gerade diese beiden Wolken und diese Boten, die Engel, immer wieder so beschäftigen. Das ist für mich auch ein Zeichen oder wie so ein Bild für deine Sprache, die irgendwo sich immer auch wieder dazwischen bewegt. Und eben nicht eindeutig ist, nicht sich ganz klar verorten lässt. Und vielleicht noch mal diese Frage an dich, Uwe, diese Leidenschaft für Wolkenbeobachtung. Ich kann das verstehen, ich, statt zu lesen oder zu schreiben, gucke ich eigentlich ganz gerne aus dem Fenster und schaue mir auch die Wolken an. Aber das ist bei dir ja schon, also ich glaube, seitdem du schreibst, schreibst du auch über Wolken. Ja, das ist auch, also meine Erinnerung sagt mir so ein Bild von mir selbst, dass ich in Kubich als Kind in der Wiese, wir kamen aus Hamburg, wir waren ausgebombt worden, meine Mutter und ich wurden evakuiert, nannte sich das damals, kamen nach Coburg und das ist so eine fränkische Kleinstadt mit einem sehr schönen Hang hinauf zur Festung, die oben liegt. Und eines dieser Bilder ist so ganz distinkt, dass ich mich da immer in diese Wiese gelegt habe und die Wolken beobachtet habe als Kind. Und meine Mutter war eine wunderbare Frau, die hat dann einfach auf der Bank gesessen und gewartet und hat nicht gesagt, jetzt reicht's oder so. Ich konnte da einfach sitzen und in die Wolken gucken. Und das Wolken, ja, die haben mich dann auch, also wo immer ich war, habe ich in die Wolken geguckt. Ich bin Wolkengucker gewesen und Segel auch. Ich bin auch Segler und
da hat man sozusagen einen unmittelbaren Bezug zu den Wolken, weil man die natürlich beobachtet, auf Wind und Gefahr von, wie sie sich zusammenziehen, ballen, ob es ein Gewitter gibt, all diese ganzen Kenntnisse, die dann auch über die Wolken selbst, also ins Handwerkliche gehen, weil man das im Segeln braucht einfach, nicht, wenn man unterwegs ist. Ja, also es sind die wunderbaren Wolken, das ist ein sehr schönes Gedicht von Baudelaire, das kann ich nur irgendwie jedem empfehlen. Aber man kann über viele Dinge, die ja so sich durchziehen, kann man dann selbst nicht so ganz erklären. Also obwohl ich ja, denke ich mal, bewusster, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die schreiben so ganz anders, spontan oder wie man sagt, so flapsig aus dem Bauch. Also das ist bei mir schon sehr, sehr bewusst, aber man kann nicht alles erklären, warum also ich so auch diese... Ja, doch, vielleicht, also auch der Engel, also ich, doch, das, doch, ich kann das auch vielleicht etwas erklären. Ich habe, ich glaube, ich war als Kind ein sehr verträumtes Kind und in der ersten Klasse gab es einen Schläger, der hieß Bodo Adolfi. Und wenn ich jetzt verrate, der ist später in eine rechte Partei gegangen in Hamburg. Also richtig so ein Rechter, ist ein Polizist geworden, also ja, so eine geschlossene, also nicht Polizisten müssen nicht so sein, es gibt ja, inzwischen freut man sich, dass es Polizisten gibt, bestimmte Sachen. Aber dieser Bodo Adolfi, der verprügelte mich gern und hatte auch so Aktentaschenträger sozusagen, so Jungs, die voller Häme also, mit drauf prügelten. Nicht? Und ich war, ich glaube, ich hatte viel... Fantasie und habe viel erzählt, was auch nicht der ganz der Wahrheit entsprach oder der Realität entsprach. Also ich bin mal, also hat man mir später erzählt, ich konnte mich gar nicht entsinnen, also in die Klasse geschnallt. Also ich öffne mein Herz hier in Luxemburg. Wirklich. Also ich bin in die Klasse gestürmt, habe gesagt, da draußen ist ein wahnsinniger Unfall, Blut auf der Straße. Die Klasse, der Lehrer stürzt raus, das ist alles so, als ich, ja, wie alt war, 7 oder 6, raus auf die Straße und was war draußen? Da war ein Lacktopf umgefallen und rote Farbe. Nicht? Und sowas stabilisiert natürlich bei den Mitschülern nicht gerade die Stärke. Also wenn man zu viel solcher Sachen erzählt, ist nicht gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieser Bodo Adolfi, der mich wirklich quälte, wurde von heute auf morgen vom Saulus zum Paulus. Er fiel vom Pferd und hatte die Epiphanie, also... dass er mich sofort verteidigte. Und wie das? Ich war mal als bei der Weihnachtsgeschichte, ich meine, das ist überhaupt wahr, das ist vielleicht einer der Gründe, in der Weihnachtsgeschichte habe ich so ein Bettlaken umgehabt und angeklebte Flügel und war der Engel der Verkündigung. Hat einfach der Lehrer gesagt, ich sprach gut, konnte gut sprechen, also du bist der Engel der Verkündigung. Und irgendwie muss ich das so gut gemacht haben, dass Bodo Adolfi, der vorne saß, von Stund an mich verteidigt hat. Ja. Ein religiöses Aber ich habe mit Bodo Adolfi nie wieder Schwierigkeiten gehabt, sondern im Gegenteil, wenn mich da irgendwie einer komisch anmachte oder so, kam er sofort, war ein großer Schläger, nicht? Und war plötzlich der, ja, vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Gut. Uwe, gehen wir zum Gegenende noch einen kleinen weiter zu deinem neuesten Buch, 2020 erschienen, Der Verrückte in den Dünen, über Utopie und Literatur, auch für dich ein ganz zentrales Thema, über Utopie zu sprechen und zu schreiben. Das versammelt deine Gedanken da dazu, auf biografische und essayistische Weise. Wir haben jetzt zuletzt über Sprache gesprochen und über die Bedeutung von Sprache. Und was ja da auch dazu gehört, ist, dass es nicht eine Sprache gibt, sondern viele Sprachen. Und das, um sich einigermaßen oder ansatzweise verstehen zu können, bedarf es der Übersetzung. Georg Mein hat gesagt, deine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt. Ich glaube, du bist ja mit Übersetzern befreundet. Die sind zu wichtigen Personen in deinem Leben geworden, die dich auch begleitet haben.
Und in diesem Buch hast du auch ein bisschen was übers Übersetzen geschrieben und vielleicht auch über die Kraft der Übersetzung und über die Bedeutung. Und es wäre ganz schön, wenn du zum Abschluss vielleicht noch da ein paar Seiten lesen würdest. Also man muss vielleicht sagen, das sind Essays, die aber erzählen vorgehen. Nicht? Also der erste Essay ist über einen Ort in Argentinien. Das will ich nur sagen, damit man nicht denkt, dass das jetzt so ein analytisches Herangehen ist, sondern das entwickelt sich aus autobiografischen Bezügen. Also ein Ort in Argentinien, aus dem meine Frau kommt, die ist Deutsch-Argentinierin und der ist auf Wanderdünen gebaut worden. Und deshalb heißt das der Verrückte in den Dünen. Ich kann das, darf ich nur mal sagen, nur empfehlen zu lesen, weil Hartnäckigkeit wirklich Dinge umsetzt, die Alltagsutopien sind, wo man zeigen kann, dass diese Möglichkeit, aus dem Normalen heraus etwas zu denken und mit Zähigkeit und Hartnäckigkeit das erreichen kann. Und es wäre heute, also wo wir die Ukraine haben und wir haben mehr Dystopien als Utopien in der Realität, nicht? Mit der Pandemie und mit diesem fürchterlichen Krieg, den ich nicht für möglich gehalten habe, dass das sein könnte in der Ukraine, da wäre sehr richtig, wenn es schon, das hat der Martin in einer Diskussion sehr schön gesagt, da ist schon Utopie, wenn es Fluchtwege gäbe. Nicht? Also man muss eben immer wieder darauf insistieren, dass das nicht diese großen Entwürfe sind, sondern dass es die konkreten sind, so wie Ernst Bloch das genannt hat. Nicht? Oder ein Waffenstillstand, darauf müsste man hinarbeiten und hindrängen. Und jetzt lese ich, also wie weit soll ich lesen? Also, ich hab's dir. Ihr habt mir das eingegeben, bis dahin? Ja. Oder? Okay. Ja. Also, das heißt, der Turmbau zu Babel. Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Lutherdeutsch, Altes Testament, Turmbau zu Babel. Gustave Doré hat in einer Illustration dieses Ereignis festgehalten. Der Turm ragt in die Wolken, noch werden gewaltige Steinbrocken auf einem Holzwagen zum Bau transportiert, aber die 6-7 Architekten und Steinmetze im Vordergrund rechts unten gestikulieren bereits. Einer reckt verzweifelt die Arme gen Himmel, einer greift sich an den Kopf, einer an die Stirn, ein anderer sitzt grübelnd auf einem Stein. Der Moment der Verzweiflung, des Nichtverstehens, das zugleich aber in all diesen Gesten schon die Dramatik des kommenden Übersetzens umfasst. Die zeitgenössische Theologie glaubt nicht mehr an den Wirklichkeitsgehalt der biblischen Erzählungen und Bilder, sondern versteht sie als wahr in ihrer Gleichnishaftigkeit. Und im Fall des Turmbaus zu Babel offenbart sich nicht allein die Hoffart der Erbauer eines Schaffenwollens wie Gott. Darunter liegt gleichsam ein frühes Nachdenken über die Sprachen, die mit dem arbeitsteiligen Bau des Turms in Zusammenhang gebracht werden. Der Turmbau zu Babel, ein Gleichnis für den Zivilisationsprozess der Menschheit. Die wissenschaftlich gestellte Frage, wie Sprache entstanden ist, wurde von der Société de Linguistique de Paris 1866 mit einem Bann belegt. Die Frage sei, weil spekulativ und aufgrund fehlender Empirie wissenschaftlich nicht zu beantworten.
Der Bann konnte nicht verhindern, dass immer wieder neue Theorien entstanden sind und entstehen. Allzu lustvoll sind die Spekulationen über den Anfang. Mir sagt die holistische Sprachgenese-Theorie des dänischen Linguisten Otto Jespersen am meisten zu. Er glaubte, dass am Anfang die menschliche Protosprache sich in Gesängen ausdrückte, aus denen allmählich Eigennamen als Wortkategorien entstanden, die wiederum zu Übertragungen führten und sich langsam bis zu abstrakten Begriffen verfeinern konnten. Mich überzeugt diese Theorie auch aus dem Grund, weil meine jüngste Enkelin, die sich lange weigerte zu sprechen, sie verstand, so schien es, sprach aber zunächst nicht, dann doch anfing, in einem eigentümlichen Gesang die ersten einfachen Worte zu bilden, ein melodisches, onomatopoetisches La, La, La. Und daraus bildeten sich Laute, die Personen bezeichneten. Der evolutionstheoretische Ansatz von Jespersen deutet darauf hin, so verstehe ich ihn, dass schon die Ursprachen beides umfassten, die Lust am Laut wie die Notwendigkeit der Mitteilung. Also Spiel und Zwang. Denn die Sprache zwingt uns zu sprechen, wie Roland Barthes in Les Sons sagt, wenn auch seine Folgerung, sie sei, weil Zwang faschistisch, zu allgemein und unbestimmt ist. Jedoch wird die Sprache begleitet von der Angst, einer Angst vor dem Abgrund des Nichtverstandenwerdens und des Nichtverstehens oder, abgemildert, des Nicht-Genau-Verstehens, also des Missverstehens. Dieser albtraumhafte Urzustand, den Gustave Doré zeigt, führt vor, wie sich uns das Selbstverständliche der Sprache, in der wir uns täglich bewegen, plötzlich entzieht. Wir kennen die Situation im Alltag bei Wortfindungsschwierigkeiten und weit grundsätzlicher, wenn wir mit einer fremden Sprache konfrontiert werden. Ein babylonischer Traum, der mich früh oft aufgeschreckt hat. Ich bin unter Menschen, die mich nicht verstehen und ich verstehe sie nicht. Ein verzweifeltes Ringen, ein Suchen, denn etwas Wichtiges, Lebenswichtiges muss gesagt werden. Die Reaktionen sind unverständliche Laute. Vielleicht haben Übersetzer ähnliche Träume, denn darin liegt doch gleichsam diese Verpflichtung, wie im angenommenen Urzustand, als alle sich verstehen konnten, sich jetzt wieder zu verstehen. Ein utopischer Zustand, begründet durch den humanen Anspruch, alle Menschen sind gleich. Die Sprachen haben sich auf wunderbare Weise gebildet und ausdifferenziert, aber dieses, dass der Mensch im Wesen gleich ist, bringt es mit sich, die anderen Sprachen verstehen, sie übersetzen zu wollen. Und solche Arbeit ist von der tiefen Forderung bestimmt, es müsse gelingen, wie es in der Genesis über das Tagwerk des Herrn heißt, er sah, dass es gut war. Das ist zumindest in der Literatur der Anspruch, dass die Schreibenden so lange arbeiten, ringen, wie man bei Doré sehen kann, um die genauen Worte und daraus den Melos zu finden, bis sie sagen können, es ist gelungen, es ist gut. Und was heißt gut? Im Schreiben ist es die mühevolle Annäherung an das, was Kleist in Bezug auf das Schreiben sagt. Ich zitiere, wie soll ich es möglich machen,
in einem Brief etwas so Zartes als ein Gedanke ist, auszuprägen. Ja, wenn man Tränen schreiben könnte, Gedankenstrich, doch so, Gedankenstrich, Gedankenstrich. Kleist hat am Ende dieses Satzes zwei Gedankenstriche gesetzt, die ins Sprachlose führen. Hinzu kommt bei einem literarischen Text der Klang der Sprache, der Rhythmus, das Melos. Zumindest eine Ahnung davon muss im übersetzten Text noch gerettet werden. Ich habe eine hohe Achtung vor dem Übersetzen. Nicht nur, weil ich alltäglich Zimmer an Zimmer mit meiner übersetzenden Frau Zeuge werde, wie dieses Wunder der Verwandlung vom Spanischen ins Deutsche geschieht, dass etwas mir Unverständliches verständlich wird. Mir die Lust des Lesens schafft und eine fremde, staunenswerte Welt schenkt. Gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir ziemlich, wir haben schon überzogen, oder? Wie sieht's aus? Ja. Dann. Wir haben nicht überzogen, wir sind viel zu kurz. aber wir haben Vorgaben, die wir in preußischer Gründlichkeit natürlich einhalten müssen. Ich darf an dieser Stelle zunächst mal meinen Dank aussprechen an euch drei. Das war ganz großartig. Danke.